Homeoffice wird richtig gut angenommen und es wird brav gearbeitet. Und ein Masturbationsvideo von Russlands Fußballstar Artyom Chuba hat fatale Folgen. Und somit, hello, herzlich willkommen zum Push am Montag zum Mittag. Mahlzeit, lasst euch euer Essen gescheit schmecken. Durch den Lockdown arbeiten jetzt wieder viele von zu Hause aus. Für die meisten ist das keine Belastung, sondern eine Erleichterung. 7 von 10 BüromitarbeiterInnen sagen in einer MarketMind-Umfrage, dass sich ihre Lebensumstände durch digitale Lösungen wie eben Homeoffice verbessert haben. Dass Homeoffice gut ankommt und MitarbeiterInnen genauso viel arbeiten wie in der Firma, das untermauern jetzt auch Magenta-Nutzungsdaten, denn diese zeigen, dass früher begonnen wird und später aufgehört wird als vor Ausbruch der Pandemie. Mit Beginn des Lockdowns ist schon vor 8 Uhr morgens der Datenverkehr rasant in die Höhe geschossen. Großer Wirbel in Russland. Im Netz ist ein Video von Russlands Fußballstar Artyom Chuba aufgetaucht. Aber es ist nicht nur irgendeins. Das Video zeigt den Nationalhelden beim Masturbieren und das hat nun auch Folgen. Er fliegt aus dem Kader. Der 32-Jährige ist derzeit bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag. Beim Testspiel der Russen gegen Moldawien sowie bei den Spielen der Nations League gegen die Türkei und Serbien wird Chuba jetzt nicht dabei sein. Sein Teamchef hofft, dass sich die Situation schnell normalisiert und bald das alles kein Thema mehr ist. Allerdings will er sowohl das Team als auch ihn vor Negativität und Stress bewahren. Nicht nur der neu gewählte US-Präsident Joe Biden und seine Frau dürfen bald ins Weiße Haus einziehen, sondern auch 8 Pfoten. Richtig gehört. Der Demokrat besitzt nämlich 2 Schäferhunde. Einer davon ist ein richtiger Champ, ein ausgebildeter Rettungshund und so heißt er auch. Champ ist seit 2008 bei ihnen und Major holten sie sich 2018 aus dem Tierheim. Hunde im Weißen Haus haben ja eine lange Tradition bzw. generell Haustiere. Seit 1776 hat jeder Präsident Haustiere gehalten, bis auf Donald Trump. Anders als seine 44 Vorgänger war er weder Hund noch Katzenfreund. Er war der erste Präsident seit mehr als einem Jahrhundert ohne Hund. Die Reaktionen auf Twitter und Co. waren natürlich sehr, sehr positiv, dass es da jetzt wieder First Dogs gibt. Unzählige Bilder von 4 Beinen kursieren im Netz, die beiden bei der Wahl die Pfoten drückten. Sport hält gesund. Das wissen die meisten von uns. Viele betreiben auch regelmäßig Sport, nicht nur physisch fit zu bleiben, sondern auch psychisch. Und der Lockdown und die Jahreszeit erschweren uns das gerade aber gewaltig. Fitnesscenter haben zu und Laufen am Abend in der Kälte ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Trotzdem empfehlen Psychotherapeuten, Bewegung ist das A und O in dieser Zeit. Also wenn ihr untertags nicht zu eurem Spaziergang kommt oder zu eurer Sportrunde beim Joggen, dann probiert vielleicht mal eine Yoga-Session aus oder eine Workout-Session. Da gibt es ja Gott sei Dank genug Tutorials im Netz. Also rein in die Sportklamotten und los geht's, das Schwitzen und danach gut fühlen. Und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Mittagspause. Dann heißt's rein in den Nachmittag und wir sehen uns dann zum nächsten Update wieder. Tschüss, Papa und bis bald. Boom, 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 boom.